Die Schlager-News des Tages im Gala-Ticker, Vanessa Mai spricht über Ehekrise mit ihrem Andreas ++. Helene Fischer grüßt von oben ++. Joey Kelly begeistert Fans mit Instagram-Post zu Paddys Geburtstag. Schlager 2022, alle Infos und News zu ihren Schlagerstars im Gala-Ticker. 7. Dezember 2022. Vanessa Mai spricht über Ehekrise mit ihrem Andreas. In ihrer Anfang November veröffentlichten Biografie I Do It My Way packte Vanessa Mai, 30, über ihre ersten Erfolge. Niederlagen sowie die Schattenseiten der Musikbranche aus. Jetzt war die Schlagersängerin in der ZDF-Frühstückssendung Volle Kanne zu Gast und sprach offen über eine Krise, die sie 2018 durchlebte. Sie sei mit Anfang 20 voller Motivation und Träume in die Branche eingestiegen, um dann zu merken, dass es nicht gern gesehen wird, wenn man seinem Herzen folgt. Sie habe hart dafür kämpfen müssen, künstlerische Freiheiten genießen zu können. Deswegen hätte sie damals eine schwierige Zeit durchgemacht, die auch ihre Ehe in Mitleidenschaft gezogen habe. Immerhin ist ihr Mann Andreas Färber, 39, auch ihr Manager. Eigentlich hätte Vanessa keine Probleme damit, dass sich ihr Berufs- und Privatleben überschneiden, doch da wurde es zum Nachteil, weil ich so schlimm war. Sie erklärt, ich war wirklich ganz, ganz, ganz eklig. Ich war jung, hatte mich total verloren, alles stand Kopf. Ich war einfach unangenehm. Ich war nicht ich. Ich hätte es verstanden, wenn er sich hätte scheiden lassen. Doch ihr Liebster hielt zu ihr und all das habe sie noch enger zusammengeschweißt. Er ist mein Seelenverwandter, ohne ihn hätte ich es nicht rausgeschafft, schwärmt sie. 6. Dezember 2022. Helene Fischer sendet weihnachtliche Grüße. Während der Nikolaus fleißig die Stiefel füllt, hängt Helene Fischer, 38, noch am Trapez und trainiert wieder einmal fleißig für ihre Shows. Nicht aber, ohne ihren Fans dennoch einen kleinen, besinnlichen Gruß zu überbringen. Auf ihrem offiziellen Instagram-Profil teilt die Entertainerin ein Video, das ihre Tänzer, innen beim Proben in einer Halle zeigt. Aus dem Nichts schwebt Helene auf einem Trapez herunter, in Sportkleidung und mit Weihnachtsmütze auf dem Haupt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Nikolaus, sagt sie strahlend, wirft einen Luftkuss in die Kamera und schwebt auch schon wieder davon. Ihre FollowerInnen sind natürlich begeistert von der weihnachtlichen Botschaft der Schlager-Queen und kommentieren fleißig. Das ist mit Abstand eins der coolsten Videos ever, freut sich ein Fan. Der schönste Nikolaus, den ich je gesehen habe, lobt ein weiterer.